Denn wenn ich von zu Hause unterrichte, von zu Hause, und meine Schüler auch zu Hause sitzen, wie jetzt im Homeschooling, und ich stehe trotzdem bloß an der Tafel und die gucken dann über den Bildschirm zu, wie ich an der Tafel stehe als Lehrer. Das ist kein digitales Lernen. Das ist dann einfach nur über Medien wiedergegeben. Also es ändert nichts.